Ich habe dieses Stück komponiert, weil es mir in seiner fragmentarischen Gedrängtheit alles zu enthalten schien, was die Bühne braucht, ohne viel Überflüssiges. Sie wissen, manche Fontane-Romane haben bis zu 100 Personen. Dieses Fragment hatte ziemlich genau 8 Personen. Die 8, die wir haben. Eine ganz wunderbare, zufällige Fügung. This is an adventure. Any new opera is always an adventure for all of us. And I love doing new pieces, apart from anything else, for the pleasure of being able to talk to the composer when about the work and the librettist. And also, it's just a completely different process somehow. Es gibt von Fontane ein ganz wunderbares Novellenfragment, Ozeane von Parzival. In diesem Novellenfragment, das nur 40 ganz locker beschriebene Seiten hat, taucht eine Melusine bzw. Undine-Figur auf, diese Ozeane von Parzival, eine junge, unbekannte Fremde in einem kleinen Hotel am Meer, die auf den Baron Martin von Dirksen trifft. Daraus wird ein fast ein Liebespaar, aber sie kann nicht lieben, kann nicht fühlen, sie leidet darunter. Sie versucht es, aber erkennt am Schluss, dass ihre Heimatwelt das Meer ist. The whole thing takes place in and around a hotel on the sea. And so not just because the character is called Ozean von Parzival, but also because the sea is ever present and there is this strange link between ocean and water. We have the conundrum that, of course, opera, with its unique alchemy between words and music, functions in its strongest level through emotion, and we're dealing with a principal character who apparently doesn't feel. But the music maybe tells us something different. Bei fast allen meinen Opern schreibe ich vorher Orchesterstücke, um die sogenannte Tinta auszuprobieren, also die Farbigkeit oder die Schreibart, die Machart einer Musik. Und es gibt ein Stück von mir, ein Orchesterstück, das heißt Frenesia. Und den Sturm der Ozeane habe ich in Frenesia ausprobiert. Es ist nicht so, dass man das dann eins zu eins übernimmt. Die Noten sind dann in der Ozeane schon anders und es ist zum Beispiel auch viel ausgedehnter in der Oper. Aber es ist tatsächlich so, dass man bestimmte Dinge, dass ich bestimmte Dinge in Orchesterwerken ausprobiere und versuche, bestimmte Gebiete auszuforschen, die ich dann in der Oper einsetze oder eben auch nicht. Ja.